So, es geht weiter mit dem Klassisch-Chinesisch-Kurs. Heute möchte ich euch die Copula-Ehe vorstellen. Steht an der letzten Satzstelle. Und ich habe zwei Beispielsätze rausgesucht. Der erste aus dem Zhuangzi und der zweite aus dem Mozi. Genau. Mit der Copula verhält es sich ganz einfach. Erstmal die Frage, was ist eine Copula überhaupt? Copula kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Band. Und das ist quasi eine Gleichsetzung, die verbindet ein Ding mit einer Eigenschaft oder mit einem anderen Ding, mit dem es gleiche Eigenschaften teilt. Ich habe hier in Klammern sein hintergeschrieben. In verschiedenen Sprachen kann es verschiedene Copula geben. Zum Beispiel im Deutschen ist bedeuten oder darstellen eine Copula. Zum Beispiel, ja, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, aber ne, wenn A stellt B dar oder A bedeutet B, ist genauso eine Copula wie A ist B. Kann man in verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich benutzen. Zum Beispiel im Deutschen haben wir die Copula sein, also A ist B. Und das kann man auch benutzen, um zum Beispiel Substantive und Adjektive zu verbinden. Wie zum Beispiel das Haus ist groß. Da ist auch die Copula zwischen das Haus, das sie mit der Eigenschaft groß verbindet. Und das geht im Chinesischen zum Beispiel nicht. Da sagt man nicht, das Haus ist groß, sondern man macht das mit einem Adjektivverb. Das kann ich aber später mal erklären, wenn wir zu sowas kommen. Heute auf jeden Fall erstmal die Copula Ehe. Und das ist eigentlich dasselbe, was es zumindest in der Grundfunktion, was zum Beispiel im modernen Japanischen die Copula da oder des ist. Oder im vormodernen Japanischen, im Bungo, die Copula Nari. Wie auch immer. Ich gehe mal zu den beiden Sätzen, die sind recht einfach. Tian di zhe, wan wu zhi fu mu ye. Also, hier haben wir zhe als kleine Wiederholung, hier als Themapartikel, also was anbetrifft. Was anbetrifft, wen oder was? Was Himmel und Erde anbetrifft. Ist es, und jetzt ist es was? Wan wu zhi fu mu. Da haben wir wieder das zhi, hier für eine Genitivkonstruktion. Also fu mu, Vater und Mutter, von wem oder was? Wan wu. Wan, 10.000, wu, Dinge. Die 10.000 Dinge ist halt die gesamte Schöpfung. Also, um es mal schön auszudrücken, Himmel und Erde sind der Ursprung oder die Eltern aller Dinge. Das ist der erste Satz. Zweite Satz, den habe ich jetzt gebracht, damit wir sehen, dass die Copula auch komplexe Satzthemen mit etwas verbinden kann, mit einer Eigenschaft verbinden kann. Und da haben wir Falu, Qi zhi da guo ye. Das Satzthema ist hier Falu. Ich habe das mal als komplexes Satzthema jetzt bezeichnet, weil es nämlich eigentlich ein Satz ist, nämlich Fa angreifen und Lu. Lu war ein Staat im alten China zur Zeit der Streitenden Reiche und war auch der Heimatstaat von Konfuzius zum Beispiel. Liegt in Ostchina. Falu, also Lu angreifen. Und wenn das das Satzthema ist oder einen Satzteil an sich bildet, dann macht man das im Deutschen ja mit zu, mit einem erweiterten Infinitiv, also Lu anzugreifen. Und jetzt kommt's. Qi zhi da guo ye ist oder war, weil es ja in der Vergangenheit ist. Qi zhi, Genitiv wieder. Qi, Genitiv es, da guo. Guo ist der Fehler. In dem Sinne. Genau. Fehler, Sünde, irgendwas Falsches. Guo heißt ja eigentlich übertreten, wenn man seine Kompetenzen übertritt oder
die Grenzen des guten Geschmacks oder sonst irgendwas. Wenn man die überschreitet, dann macht man halt einen Fehler. Entsprechend, also Gurb, der Fehler und da Gurb, der große Fehler. Genau, das sind die beiden Sätze, mit denen ich euch die Copula hier vorstellen wollte. Einmal für einfache Satzthemen oder Subjekte. Satzthema und Subjekt kann man ja nicht immer so einfach unterscheiden. Aber ich habe dieses J ja jetzt einfach mal als Thema, Artikel oder Thema, Marker bezeichnet. Deswegen behalte ich das jetzt mal bei. Also was Himmel und Erde anbegeht, so sind sie Vater und Mutter oder Eltern aller Dinge. Und hier Lu anzugreifen, also ein komplexes Satzthema, ein Satz, ein Hauptsatz als Satzthema, Lu anzugreifen, war ein großer Fehler von Zi. Und Zi, genau, habe ich noch nicht erklärt, war ein anderer Staat zur Zeit der Streitenden Reiche, auch ein relativ großer und wichtiger Staat. Genau, so viel zur Copula. Also das, was im Deutschen sein ist, also A ist B, ich bin Student, oder keine Ahnung, das Möbelstück, was jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf dem Bild ist, ist ein Schrank. Das ist ein Copula. Und so funktioniert hier. Und das ist die Funktion von hier.